Ja, moin und herzlich willkommen zu einem neuen Map angeschaut, die Dutch Polder von Northeast Morning Bus. Jo, warum sind wir hier? Meistens hat es was zu bedeuten, denn ihr müsst eine Latte an Mods im Grunde laden. Eigentlich alles, was es irgendwie aus Holland gibt, ne? Das da nämlich. Ich lese jetzt nicht alles vor, macht sonst kurz Pause, lest es auch durch, aber es wird ja sowieso automatisch mit runtergeladen. Dementsprechend starten wir rein. Jo, Dutch Polder, 115 MB im Download, 128 Felder, 3 Verkaufspunkte. Ja, kann ich gleich mehr zu sagen. 6 Bauernhöfe, wobei Bauernhof da ja jetzt ein sehr dehnbarer Begriff ist. Wir gucken es uns einfach mal an. Nein, die Tour wollen wir nicht. Ja, okay, geh weg. Wir starten beim Fahrzeughändler. Uns gehört noch nichts, auch auf neuer Farmer nicht. Wird dann natürlich mit dem Geld schwierig. Was mir eben als allererstes aufgefallen ist, wo ist denn das Wasser hin? Ich glaube, der gute Bas hat die Wassermaske vergessen. Denn es sieht so aus, als hätte hier Wasser drin sein sollen. Es sind nämlich auch Brücken verbaut. Und die sind auch gar nicht schlecht verbaut. Also wäre da Wasser drin, wäre das durchaus ansehnlich. Hier ist auch irgendeine Pumpenanlage. Vielleicht hat die alles weggepumpt. Das kann natürlich sein. Tja, wir werden es nie erfahren. Vielleicht kommt noch mal ein Update, wo dann die Wassermaske auch da ist. Weiß der Geier. Oder weiß er nicht. Jo, was sagten wir? 127 Felder. 128 sogar. Die sind boah, das größte, würde ich sagen, Mittel. Gibt es 3,5 Hektar. Und die kleinen sind so um 1 Hektar oder kleiner. 6 Höfe, wie gesagt, es ist ein bisschen ein dehnbarer Begriff, denn wir fliegen einfach mal ein Stückchen rum. Wie gesagt, hier der Händler. Und wenn wir hier jetzt rüberfliegen, würde ich vermuten, dass das als ein Hof zählt. Hier die drei großen Schweineställe. 4, Entschuldigung. 1000 Schweine hier auf dem Fleck. 250 in jedem Ding. Wäre dann höchstwahrscheinlich der erste Hof. Und die Verkaufsstellen gestalten sich eigentlich alle so, dass da irgendwas steht. Wie hier die Getreidemühle. Und daneben ist so ein Alles-Verkaufen-Ding. Nicht sonderlich kreativ. Landschaftlich, bist vielleicht oft schon mal drüber gesprochen, ich mag diese Holland-Geschichte, aber da gehört halt Wasser rein. Also das ist ein Ding, das würde gut aussehen mit einer Wassermaske. Die hat er schlicht und weg wahrscheinlich vergessen. Oder wusste er nicht wie, oder ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Und hier ist der Haupthof, den wir wahrscheinlich auch bespielen sollen, der aber nicht uns gehört. Aber da stehen unsere Fahrzeuge drin. Weiß nicht mal, ob wir die da... Ich glaube, die stehen alle so, dass wir sie rauskriegen. Wir haben einen Kuhstall und noch einen Kuhstall. Ja, Träger werden nicht angezeigt. Wie gesagt, es gehört nicht uns. Aber wir können uns ja Abhilfe schaffen. Es ist ja alles als Mod vorhanden. Das sollten der sein, der große für 140 und der für 70 Tiere. Also hier sind auch noch 210 Tiere. Ansonsten, wir haben den Topliner, wir haben den Scorpion, wir haben einen 5R, Moment, Scorpion, Arion 650, den Topliner, 6120 ist es, und den 722 Vario. Jawohl, das ist im Grunde, würde ich sagen, der Haupthof. Es ist ansehnlich gestaltet. Hier und da recht clean, aber eben auch so ein bisschen mit Bäumchen dazwischen. Und hier diese Einfahrt. Das hier wird was hermachen, wenn man da... Ich hätte jetzt mal den Mod von Moonlight mal reinnehmen sollen mit den Wasserflächen. Dass man die hier mal aus Spaß hätte reinlegen können. Ich glaube, das sieht nicht so verkehrt aus. Es ist natürlich alles quadratisch praktisch gut. Feldeinfahrten, manchmal ja,
Also eigentlich hatte die überall. Da haben wir wieder den großen Schweinebetrieb. Wir fliegen einfach noch mal ein bisschen rum, mal gucken, ob wir die alle Höfe finden. Wie gesagt, das ist ein bisschen schwierig, um ja, Höfe rauszufinden. Die kleine BGA hier, die 66 kW, lade die auch mit runter. 60 kW, Entschuldigung. Und da ist dann eben auch wieder so eine Alles-Verkaufen-Station direkt mit dabei. Also so wären es dann auch 6 Verkaufsstellen. Ich weiß nicht, ob das hier schon als Hof zählt. Hier ist nichts anzutriggern, also vermutlich nicht. Beschildert, Verkehr verbaut. Ja, das war der Kuhhof, richtig? Ja, komme ich selber durcheinander. Fliegen wir hier einfach mal weiter. Es ist halt eine eckige Karte. Die PDA ist auch sehr verwaschen. Also eine schöne PDA ist es nicht. Man sieht teilweise die Straßenverläufe nicht darauf. Können wir uns gleich nochmal im Detail angucken. Ja. Überall so kleinere Höfchen. Na, ist das hier ein Hof? Da kann ich zumindest die Hallen antriggern. Dann wären wir jetzt bei 3. Plus das da. Ja, das und das hier drüben. Vielleicht zusammen ein Hof. Hier ist auch wieder eine Halle. Ist dann wahrscheinlich auch ein Hof. Zwei Hallen. Sind wir bei 4. Fliegen einfach mal weiter außen rum. Hier ist so ein Güllebecken mit einem Nirgendwo. Da kommt wieder eine Halle. Ist das dann Nummer 5? Könnte sein. Erntespeicher. Gehört da sonst noch was dazu? Weiß man nicht. Hier ist nochmal ein Schweinehof. Nochmal mit 750 Schweinen. Plus Halle. Das wäre dann Hof Nummer 6 nach der Zählart. Wie gesagt, vielleicht, vielleicht nicht. Zentral gelegen, unweit des Fahrzeughändlers, ist noch ein kleiner Ort. Kleine Tankstelle, ein kleines Café. Hier keine Verkaufsstellen, also eventuell fahrt ihr mal durch. Steht da. Das ist diese Gaspoller auf Holländisch, kann sein. Hier ist das Schild mal ein bisschen schief, da ist ein bisschen was mit Graffiti. Ja, Meppenrand ist im Grunde der Deich. Dahinter habt ihr noch Grünland. Theoretisch könntet ihr euch das irgendwo platt machen und habt eine riesen Grasfläche, weil das ganze Zeug könnt ihr für 0 Euro kaufen. Also Straßen und außerhalb des Deiches, also außerhalb der Feldgrenzen, könnte man sich da ein Loch rein machen und er hat einfach, glaube ich, komplett die Wassermaske vergessen, ne? Weil hier ist sie auch nicht. Da draußen liegt sie. Da liegt seine Wassermaske. Oder? Jo, aber zu hoch. Die hätte er wahrscheinlich nochmal reinschieben wollen. Vergessen. Warum fällt Giant sowas nicht auf? Weiß man nicht. Geträumt. Tja, also unfertig, würde ich mal Stand jetzt sagen. Hier ist nochmal eine Halle. Hatten wir die schon? Ja, hatten wir schon. Dann waren wir von da geflogen. Huch, hier ist mal irgendjemand gegengefahren. Ich behaupte mal, das ist gewollt. Aber irgendwo habe ich noch eine schiefe Laterne gesehen. Also, die holländischen Autofahrer scheinen hier was gegen Laternen zu haben. Ja, ansonsten, also Verarbeitung, wie gesagt, bis auf die fehlende Wassermaske. Ist das solide? Ist das mitunter hübsch anzusehen? Also ich denke mir jetzt gerade das Wasser da rein und ich glaube, dann wird es an einigen Stellen eine wirklich schöne Karte. Also wenn man halt auf dieses flache, eckige Holländische steht. Windräder dazwischen, die könnt ihr übrigens auch mit der Karte kaufen für 0 Euro. Das sind viele Windräder, da könnt ihr richtig Geld verdienen. Na gut, euch gehört kein Hof. Also selbst auf neuer Fahrbahn nicht. Ansonsten quadratisch praktisch gut, ne? Aber ja, wie gesagt, PDA, was ich meine mit verwaschen. Hier läuft irgendwo die Straße durch den Ort, hier läuft irgendwo die andere Straße. Höfe sind so halbwegs zu erkennen, also der Untergrund ist sehr verwaschen. Da kann man vieles erahnen, aber wenig sehen. Hier oben ist noch der
Viehhandel. Viehhandel. Achso, das ist der Viehhandel. Das ist gar kein Hof. Müssen wir ein Jahr abziehen. Dann sind wir nur noch bei 5. Keine Ahnung, wo der sechste ist. Der Trigger ist auch irgendwo, aber nicht. Das ist der Trigger. Okay, der ist irgendwo im Boden versunken. Ja, eventuell gibt es auch eine Wassermaske und das ist alles irgendwie ein bisschen. Nee, das kann auch nicht sein. Ich dachte gerade, das ist alles ein bisschen zu tief oder so. Wenn wir jetzt hier bei den Verkaufsstellen gucken oder so, da sind die Trigger ja normal. Ja, merkwürdig. Also so ein paar Fehler sind da drin. Aber so hoffe ich mal, vermute ich mal, dass die nochmal ein Update bekommen. Ansonsten fände ich die tatsächlich auch selber persönlich mal spielbar. Wie gesagt, hier, das könnt ihr für 0 Euro kaufen. Da sind auch hier die ganzen Windräder mit drin. Inklusive der hier draußen. Und hier sind zwei Reihen. Also das sind mal eben bestimmt 20. Ohne sie jetzt schnell gezählt zu haben. Aber wäre so die Vermutung. Inklusive aller Grundstücke, die hier rumfliegen. Na gut, bis auf die Verkaufsgrundstücke. Aber die Stadt könnte, also theoretisch könnte die hier richtig gut noch was umbauen. Also warte mal, dann können wir hier, das ist, dürfte ein Hof sein. Das dürfte ein Hof sein. Das ist ein Hof. Gucken wir doch nochmal schnell. Orientierung hier drüben. Na gut, das war der Schweinehof. Ja, und ansonsten sind das hier diese kleinen Dinger, wo eine Halle steht oder so, ne? Oder der Getreidespeicher. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vielleicht sind es auch 7 Höfe. BGA hatten wir gesehen. Getreidemühle hatten wir gesehen. Wie gesagt, immer mit dieser Alles-Verkaufen-Station. Vorteil, ihr könnt alles verkaufen. Nachteil. Besonders ansehnlich ist das nicht. Weiß nicht, denn. Naja, das hätte man vielleicht anders gestalten können. Insgesamt macht es einen halbwegs guten Eindruck. Wie gesagt, die Wassermaske fehlt nicht und da so ein bisschen Tierträger vergessen oder so. Wir befinden uns quasi auf einer Obi-Loron. Haben hier die Standard-Obi-Loron-Geschichten plus vier Pflaster-Elemente. Beziehungsweise drei Pflasterelemente und die Quader, Grasbeton, Steine, Bäume könnt ihr setzen, sind noch nicht so viele auf der Karte. Oh, das ist eine kleine Palette. Kleine, dürfte auch die Obi-Loron-Palette sein, unerweitert und Büsche genauso. Keine Blümchen. Ah ja, Slots, genau, Slots. 1072. Ihr könnt, wenn ihr euch die einzelnen Grundstücke verkauft, eine ganze verkauft, genau, kauft und den Kram, der drauf steht, verkauft, könnt ihr eine ganze Menge wegkloppen, inklusive des ja nicht gerade kleinen Fuhrparks. Ja, ist eigentlich schon alles da. Das sind schon 300, 400 Slots. Also ihr dürftet insgesamt so auf 500 bis 600 Slots runterkommen, wenn ihr alles verkauft. Jo, die Dutch Pulda. Ich würde warten, bis eine Wassermaske bekommt, weil so macht das wenig Sinn. So kommt da keine Freude auf. Aber wenn das Ding eine Wassermaske hat, könnte das interessant werden. Wie gesagt, ihr könnt alles kaufen, ihr könnt alles umbauen. Wenn euch der Bodenbelag hier bei dem Kollegen mit seinem Haus nicht gefällt, könnt ihr das kaufen und umbauen. Ach so, das ist ja nett. Und sogar die Feldeinfahrt gepflastert hier. Ja, Dutch Polder. So viel von mir. Ich bin raus. Macht's gut. Ciao, ciao.